I hope you haven't already fallen in with a bad crowd. Nein, nein. That's something I'd expect from the kindergartner's young man. Hey, quit screwing around! Hey, quit screwing around! Hey, quit screwing around! If you're trying to be the biggest fuck-up in your class, you've got a lot of competition. Pretty gross, new kid. Pretty gross, new kid. That's JV. This is why we have to reopen the school. Too many idle hands. Young man, you have to find better ways to express yourself. Okay, Moment, komm sofort. Young man, you have to find better ways to express yourself. I hope that's a fart and not some brown grease snake you pinched off in your underoos. So, jetzt wollen wir mal schauen. Also, müsste schon ein bisschen aufgeräumter sein hier. Hier haben wir noch ein Shin-Pokémon. Da ist noch eine Farbe, da ist noch ein bisschen Ausrüstung. Hier ist noch 2 Shin-Pokémon drin. Ist noch 5 Ausrüstungen. Shin-Pokémon hier. In der Kassette. Shin-Pokémon in der Kanalisation. Farbe. Irgendwo in der Innenstadt ist noch was. Noch mehr Farbe. In meinem Haus ist noch ein bisschen Ausrüstung. Unplanned Parenthood gibt es noch ein Shin-Pokémon. Cartmans Haus gibt es noch ganz viel Ausrüstung. Da gibt es noch ein Shin-Pokémon auf dem Spielplatz. Und im Vergnügungsviertel gibt es noch irgendwo ein Shin-Pokémon. Und Ausrüstung hier. Und Ausrüstung da oben. So, und questtechnisch. Magische Musik. Sprich mit Farmer Bill auf der Farm. Den habe ich aber nicht gefunden bisher. Dann würde ich sagen, juckeln wir erstmal mit dem Tim Timmy. Hey, what's up? Dude, did you shit your pants? Aber hallo. So, mit dem juckeln wir erstmal rüber dahin. Zu Kyles Haus. Timmy! Sehr schön. So, in Timmys Haus. Jetzt muss ich nochmal mit Hundekacke sprechen. Das war er hier. Our territory is restored. I am honored to friend you, Dragonborn. Neuer Freund. Hundekacke. Hundekacke ist mein Freund. Fick dich, dass du so all meine verfickten Banner zerstört hast, Arschloch. Ich möchte, dass du dem Typen sagst, der das getan hat, sobald du für ihn mich geschnappt hast. Timmy sagt, Timmy! Sparky hat gerade einen Haufen gemacht, der genau wie Cartman ins Kopf aussieht. Das haben wir schon. Die Ogrin ist erledigt. Haben wir auch schon gemacht. So, und dann haben wir... Ja, Mr. Mackey, habe ich doch gerade schon erzählt. Was will er denn? Mann, nerv nicht. Mackey. Timmy! What's wrong with your nose? Okay, thanks. You threw that away from me? You might be thinking I still have a hoarding issue, but you'd be wrong. Okay. Would you like to be friends on Facebook? Yay! Quest erfüllt. Hat ein bisschen gedauert, aber gut. If you have any evidence, get it to Mr. Marsh, okay? So, was ist hier denn hier? 10% mehr Schaden. 10% mehr Schaden durch Wurfwaffen. Okay. Käsehandschuhe. Widerstehen der Versuchung hineinzubeißen. 10% Magieschaden. Max DP um 30. Höherer Mana-Druck, bevor du in die Hosen kackst. Oh Gott. Stab der Riesenmöpse. Ist schlechter als mein Rohr, was ich momentan habe. Wetterrang. 208 mal 5.
Spring auf 5 Ziele über, solange noch 3 übrig sind. Oha. Hä? Hm. Nicht wirklich. Unfertige Hausaufgaben. Ein großer Schildstecker. Ja, die 10% Schaden finde ich pillepalle. Da war ich eben zu schnell wahrscheinlich bei Mackie. If you refer a friend, Jimbo will waive the waiting period for handguns. Okay. So, dann haben wir hier erstmal soweit alles in dem Teil, bis auf die Sache hier mit der Großwildjagd und die Goss-Geschichte hier, diese finde neue Verbündete, geht noch nicht zu Ende, weil ich noch kein Foto geschossen habe. Dann würde ich sagen, juckeln wir noch mal zur Farm und gucken, ob wir jetzt vielleicht den Bauer da finden. Vielleicht war es einfach nur eine Timing-Frage vorhin. Timmy! Timmy! Genau. So, nochmal zur Farm. Hoch. Ist der verkackte Bauer. Wo versteckt er sich? Hm. Ja, hallo? Wie soll das funktionieren? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das funktionieren könnte. Jetzt stehe ich hier und weiß nicht, wie ich diesen Scheiß machen soll. Ich weiß es nicht. Weiß einer von euch, wie das funktionieren soll? Weil ich weiß es nämlich nicht.
Get away from me! What can I do for you, new kid? Not him. Shot and killed any of them animals in the wildlife guide? I'll make it worth your while. Pompeya! What can I do for you, new kid? Grüße dich. Wie geht's dir? Ja, Dattel Moin, genau. Das wird geil hier. Hier ist eine super Katana mit der fehlenden Armbrust. Wow. Zerreißen, zerstört 200 Rüstung bei perfekten Angriffen. Alter Schwede. Ja, genau. Genau. Ouch. Do you need to borrow my voice box? Ouch. Ow. Sweet. Canadian barking spider, look out! Canadian barking spider, look out! Canadian barking spider, look out! Warum? Wo muss ich mich hinstellen, damit ich diese scheiß Ratten hier loswerde? Wo muss ich mich hinstellen, damit diese Scheiße funktioniert? Das hat bei den anderen auch hervorragend funktioniert. Die
Die Schilder erwische ich da hinten, aber diese scheiß Ratten nicht. Was ist das für eine Kacke? Yuck. Sheesh. Whoa, dude. Nee, keine Chance. Keine Chance. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Sorry, aber... Und unverständlich, unbegreifbar. Unbegreifbar. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. I gave Butters the best wet willy over there one time. So. Wähle den verstohlenen Quietscher aus. Wie können wir dann nochmal jetzt den Quietscher wechseln? Dude, what'd you eat? Ah, verstohlener Quietscher. Ah! Ich bin so doof, ne? Ich bin so doof. Sick, dude. Wenn der Furz dort ist, wo du ihn haben willst, klicke mit der linken Maustaste, um expandieren zu lassen. Sounds like ketchup in a squeeze. Sorry, absolutely nobody allowed past. What? Check back in a few weeks. Thank you. Don't you know any way to get past people? Okay, okay. Das kriegen wir hin. Hmm, must be hearing things. Was? But I could have sworn I... What is that smell? Sounded like a clown horn filled with prune juice. Sorry, absolutely nobody allowed past. Check back in a few weeks. Thank you. Verdammt, wie geht das? Wenn der Furz dort ist, wo du ihn haben willst, klick mit der linken Maustaste, um ihn explodieren zu lassen. Jeder, der von dem Furz markiert wurde, als du ihn zur Explosion gebracht hast, wird zu ihm hinlaufen. Elephant poachers.
What was that? Is somebody here? I'll find you! Huh. Guess Nicki Minaj released a new single. Sounds like someone's having car trouble. No. Lange gewartet. Ja, die müssen ja irgendwie markiert werden. What was that? That's odd. Ja. 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 Oh, Timing-Frage. Schwierig. This place doesn't really look like a Taco Bell. I think someone's testing Tupperware. Ah! Geldschraubenzieher, ein Bleistift. Sehr schön. Okay, hätte man auch machen können. Wäre auch gegangen. Ihn einfach einzusperren. Aber jetzt haben wir ihn halt so, ne? Oder ein rostiges Rohr. But so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies. Wir haben Wege und Mittel, sie zum Sprechen zu bringen. Here we go again. God damn it. I'm so tired of Nazi zombies. It's so overused. If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread, and we have a big problem. All right. We're gonna have to completely obliterate everything in a 3-block radius. Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move! Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. Wow. Da sind wir drin. What the fuck? It's broken free! Ich habe das Wort erwähnt! Ah! Hände! This is getting out of hand. Da würde ich ganz gerne mal mit einem Tempotranko Ultra beginnen. Jawohl! Der hat nämlich 236 Rüstung. Schönen Tag. Und der ist resistent gegen unsere Pfeile. Nein, auch das noch. Das heißt, dann kriegt er erstmal eine Beschneidung. Resistent gegen meine Beschneidung. Nein. Aber schwach gegen Junjitsu.
Can I just take my turn? Ach du Liebe! Und ich habe ein Schild. Sehr schön. So, Schweinebärmann-Keule. Mein Gott! Oh mein Gott, we killed the enemy! Wow! Da habe ich es nicht mit gerechnet. Ein Pettergar. Geld, Machttrank, glänzende Stiefel, leuchtender Schleim. Und was hast du? Eine SWAT-Weste, Geld, Schraubenzieher. Oh, schön. Und was hast du hier drüben? Du da ohne Kopf. SWAT-Einsatzhandschuhe, SWAT-Kopfpanzerung. Nice. So, noch mal schauen. Ne? Wir haben jetzt gerade Waffenangriffe haben 10% mehr Schaden und 15% Rüstung und schwächt feindliche Angriffe. Du ergreifst erneut an, wenn du einen Feind tötest. Hat aber keinerlei extra Geschichten mehr. So, 25 Rüstung. Du erhältst Fähigkeit erhöht, wenn du unter 15% TP bist. Und 30 Rüstung und schwächt feindliche Angriffe. So. Dann ziehen wir die mal an. So, dann ändern wir die gleich. 50 extra Schaden. 40 Schaden. 10 Rüstung. Nehme ich extra Schaden oder nehme ich Rüstung? Ich weiß es nicht. Schaden oder 10 Rüstung? Nahkampfwaffen, 50 Schaden. Dann mache ich Rüstung. So, du hast 3 Rüstung und feindliche Angriffe und du hast 10 Rüstung. Oh, sehr schön. So, dann gib mir mal die 7 Rüstung hierher. Ablegen, zurück. Und dann die SWAT-Einsatzschuhe, Handschuhe und dann packen wir da nochmal. Distanzangriffe 40% mehr Schaden, 40 Schaden. Nahkampfwaffen 50 extra Schaden, 7 Rüstung und schwächt feindliche Angriffe. Jetzt habe ich nämlich 57. Sehr schön. Ja, aber den Alien-Helm lassen wir auf wegen 72% hier. So, wie sieht's hier aus? Schweinebärmann-Klaue geht immer noch nicht. Stab der Verschwendung. So, mein Bogen ist immer noch sehr gut. Dann lassen wir das so, wie es ist. So. Geh in den Konferenzraum und schnapp dir das Aufnahmegerät. Man, this secret government base room sure is boring. You'd think that a secret government base would have more cool stuff in it. Habt ihr gerade Tesla-Spule gesehen? Stärketrank, Armband. Und eine Flachdachbrücke. So, und jetzt die Frage. Wir kommen jetzt wahrscheinlich nur vorne raus, ne?